ist so weit. Nach mega Sommerferien hocke ich wieder in der Schule. Jetzt fragt dann gerade unsere Lehrerin, was wir spannend in den Ferien erlebt haben. Der Maximilian wird aufstrecken und wie immer eine super interessante Geschichte erzählen. So, meine Lieben, so viel zu den Prüfungen von nächster Woche. Jetzt erzählt mir mal, was ihr so Tolles erlebt habt in den Ferien. Wer fängt an? Maximilian. Wie war es denn bei dir? In meinen Ferien habe ich alle meine Bücher alphabetisch geordnet und dann das neue Piraten-Game auf dem Kompi durchgespielt. Das war mega cool. Du denkst jetzt vielleicht, so ein Kompi-Spiel ist ja noch cool. Aber du weißt nicht, was ich im Pfadilager alles erlebt habe. Schon am ersten Tag ist es voll losgegangen und wir sind als grosse Piraten in der Haifischbucht angekommen. Dort haben wir gerade unser neues Schiff ausprobiert und ein bisschen gegürtet, wo plötzlich etwas Komisches passiert ist. Schiff ahoi! Hä, was ist denn das? Der sieht aus, wie wenn der ein gröberes Problem hat. Du, ich glaube, der ist recht schlecht drauf. Alle verstecken! Liebe Piraten, ich bin Friedrich Rapsicht. Ihr müsst mir helfen. Ganz ruhig, Kollege. Was ist passiert? Mit der grosse Piratenkönig Ragnarok. Wir sind auf dem Weg zu dieser Insel, wo mein Schiff im Sturm in Krübli und Stübli untergegangen ist. Bitte helfen mir! Was wollt ihr denn machen auf dieser Insel? Auf dieser Insel liegt der 1000 Jahre alte Schatz. Man sagt, er hat im See über Merlin gehört, der schatzreichen Leute geklaut hat. Man sagt auch, dass sein Geist den Schatz sogar nicht überwachen. Noch kein Mensch konnte ihn finden. Ich habe nach 30 Jahren Suche die Karte gefunden, die mich zum Schatz führt. Aber jetzt helfen wir doch endlich! Was willst du denn? Und was haben wir davon, wenn wir dir helfen? Oh, ich habe mir im Sturm meinen Fuß verstaucht. Ich komme nicht mehr aus diesem Ring raus. Seit 3 Tagen habe ich ein nasses Viertel und nichts gegessen. Wenn ihr mir helft, dann teile ich mit euch den Schatz. Nach wenigen Minuten haben wir den armen Kaib von seinem Rettungsring befreit. So wie der reingebiegen hat, hat es von uns nur schon 4 Leute gebraucht, um genug Schlangenbrot zu backen. Au! Wir haben dich ja noch nicht einmal berührt, Tussi. Wir haben schnell gemerkt, dass es nicht ganz einfach wird, den Schatz zu finden. Die Schatzkarte hat beim Himmelsblick aufgehört. Aber zuerst haben wir den Schlangencanyon überwinden. Und das war mega lässig. Nach wenigen Minuten waren alle da. Aus dieser Zeichnung auf der anderen Seite ist zuerst niemand rausgekommen. Civetta, unser Superhirn, hat gerade begriffen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich check's. Ich nicht. Ich auch nicht. Das ist eine Anleitung, wo wir hinlaufen müssen. Ja, genau. 289 Schritte nach Norden. Das ist etwa da durch. Okay, alle mir nach. Nach etwa 20 Minuten über Stock und Stein sind wir am Ziel angekommen. Zuerst haben wir überhaupt nichts gesehen, bis wir plötzlich in 3 Meter Höhe ein Fernrohr entdeckt haben. Das musste der Himmelsblick sein. Civetta, was siehst du? Ein Stein, der etwas draufgeschrieben ist. Lies es einmal vor. Wenn es ist Nacht, ab hier der Lichterweg erwacht. Heißt es, dass wir nicht spät ins Bett dürfen? Sieht fast so aus. Yo! Am
Abend sind wir mit Fackeln zu dem Stein gegangen, den wir durchs Fernrohr gesehen haben. Und tatsächlich, wir haben einen schönen Lichtweg gesehen. Hey, schaut mal dort hin! Der Ragnarok hat wegen seinem Bein eigentlich nicht mitkommen. Wartet auf mich! Ich habe doch Angst im Dunkeln! Aber so eine Susi kannst du nicht allein in der Nacht zurücklassen. Schatz! Er wird verlegen, der Schatzmann! Ihr langt mit Schatzklaue! Niemals kommt ihr über! Niemals! Wir können den Schatz holen. Vor 1000 Jahren hast du den Schatz geklaut und jetzt klauen wir ihn dir. Und jetzt verschwind, sonst wird die borstig. Und dann gibt es ein Donnerwetter, wie ich es noch nie erlebt habe. Genau, also komm, bist du, Baby. Okay, wir sind weg. Tschüss. Und so hat der Piratenkönig wieder gelernt, böse zu sein. Und wir haben genüsslich die Schokitaler gegessen. So spät ins Bett bin ich schon lange nicht mehr. Und so einen grossen Pirat würde ich auch so schnell nicht mehr sein. Es war mega cool. Hallo! Es wird sicher nicht geschlafen während der Stunde. Was hast denn du gemacht in den Sommerferien? Ich habe einen schlechten Schulstart verwünscht. Meine Schwester Joya hingegen hat sie in der Turnstunde besser gebracht. So, während die Mädchen jetzt im Wald sind, auf einem OL, zeige ich euch jetzt einmal, wie man richtig stretchen. Alles klar! Ich habe alle Pösten gefunden. Das ist ja gar nicht möglich. So, schön weiter stretchen, wie ich es gezeigt habe. Wo hast denn du gelernt, so gut Karten lesen? In der Pfadidenk. Gerade jetzt im Solo war einiges los. Posten 1. Sehr gut. Posten 2. Suppi. Posten 3. Puppi, Suppi, Schnucki, Pucki. Die Läufe sind richtig. Weiter, Mädels. Als tapfere Gallierinnen sind wir auf dem Weg zum berüchtigten Wettkampf um den grossen Preis von Muraca Lutetia. Das heisst, es sei das härteste Rennen, das es gibt. Unsere Gegner sind heute Römer, die Bubenpfade vom Lager innen am Fluss. Aber die haben wir eh im Sack. Wir haben das Orakel gefunden. Sieht fast so aus. Ist ja schon klar, dass sich die Bubenfahrer verläuft. Es würde uns passen. Wir gehen uns verlaufen. Niemals. Komm, lass uns lieber das Pergament vor. Warum sind wir ja beide da? Der Abenteurer, der du bist, weiß ich am Verzage nicht. Als dann das Siegel ist gebrochen, der Wettkampf ist euch schon versprochen. Lutetia. Du musst dein Siegel brechen. Mann. Ihr seid also die Delegation der Römer und der Gallierinnen. Wo
Was sind denn alle anderen? Das sind ja kaum alle. Die warten im Lager, bis wir mit der Aufgabe zurückkommen und helfen uns dann. Genau, wir sind eben ausgesucht worden, weil wir die Besten sind. So, so. Drei Wettkämpfe gibt's. Der erste wird in der Römerburg der Buben austreten. Der zweite im gallischen Dorf der Mädchen. Wenn die beide gleich gut sind, gibt es entscheidende Rennen. Und das wäre? Das soll noch eine Überraschung sein. Nur Geduld, meine Lieben. Und jetzt los, los in der Römerburg. In genau einer Stunde geht's los mit dem ersten Wettkampf. Genau eine Stunde später sind wir beim Bubenlager in der Römerburg angekommen und haben unseren Augen nicht getraut. Also bauen können sie, das muss man sagen. Das will ich nie mehr vergessen. Der Wettkampf war her für uns. Wir haben unsere kräftigsten Gallierinnen zusammengekratzt und alles gegeben. Wir haben recht schnell ein Goal bekommen. Aber wenn kein Juki Anlauf nimmt, hat auch ein Römer keinen Stich mehr. Aber gegen den Weitschuss 3 Sekunden vor Schluss haben wir nichts machen. So ist die erste Runde durch. Wir sind tatsächlich geschlagen worden. Ich meine, Hinkelstein rühren wäre ja voll einfach gewesen. Aber mit dem Müllen da, wow. Auf jeden Fall haben wir beim zweiten Wettkampf Heimvorteil gehabt. Und das sollte man sich ja nicht entgehen lassen. Liebe Römer! Auch ihr seid da willkommen! Der zweite Wettkampf ist der Gallier-Tatzelwurm. Ihr seht zwar hübsch aus, aber leider gehört das war mir. 3, 2, 1. Und tatsächlich, die Römer sind auf der Zielgerade zusammengebrochen. Und so ist es gekommen, wie es hätte müssen kommen. 1:1. Bis zum Mittag. Der dritte Wettkampf war ein Flussrennen. Zu der Lutetia, ihrer Ferieninsel Mykonos. Wer dort zuerst würde am Orakelaltar das Feuer löschen, hätte den grossen Preis gewonnen. Kurz vor der Insel waren wir dann beide gleich gut. Das hätte jeder gewinnen können. Das Rennen ist auf den letzten Meter entschieden worden. Das hat es noch nie gegeben. Beide gleich. Jetzt müsst ihr euch den Preis teilen. Ein Spannferkel. Bon Appetit! Und so sind wir beide in den Genuss gekommen vom Preis vom Orakel. An diesem Spanferkel haben wir noch 3 Tage gegessen. Mein Sommerlager würde ich nie mehr vergessen. Und übrigens, ein paar von diesen Römern waren gar nicht so blöd. Dann machst du das Knöpfchen. Hast du Check? Oben rein und dann nur noch raus, gell? Ihr seht, meine Schwester hat recht einen drauf. Zum Schluss möchte ich euch noch meinen Freund Flash vorstellen. Er wohnt im gleichen Quartier und ist der Grösste für mich. Letzten Samstag habe ich die Mission Impossible 2 gesehen. Jetzt könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Mann. Ich schwöre. Der Typ ist so krass, Mann. Der hier grosse Röhren hat, ist der Lenny. Er kennt jedes Computergame und jeden Kinofilm.
Dafür kann er nicht einmal ein Ross von einem Esel unterscheiden. Und er einfach mit einem Seil geht er ohne Hand, aber ey, ohne Hand, Mann! Wenn der Lenny das Gefühl hat, der mit der Felswand gäbe es nur im Kino, dann sollte er mal mit dem Flash reden. Freitag, 12. August. Wir sind nach einer gröberen Portion Seilkunde auf dem Rückweg zum Lager, wo wir gemäss Programm eigentlich hätten sollen eine Hängebrücke bauen. Aber manchmal kommt alles anders. Wow! Wow! Was ist das? Dort vorne raucht etwas. Hey, los, schnell schauen! Lago mio, krass! Was sollst du laut sagen? Mach mal die Klappe dort auf. Hallo? Hallo? Entschuldigt meine unzimperliche Nachricht, aber mein Funk ist ausgefallen, deswegen ich musste eine Steuerrakete umfunktionieren in eine Brieftaube. Mein Name ist Professor Juri. Ich befinde mich in einer Raumfähre 145.000 Meter über der Erde. Mein Bordcomputer, er ist ausgefallen. Und wenn ich ihn nicht in die nächsten 3 Stunden wieder aufstarten kann, mein ganzes Raumschiff stürzt ab. Ganz in der Nähe befindet sich meine geheime Forschungsstation. Dort findet ihr auch den Code, den ich brauche, um wieder meinen Computer aufzustarten. Geht ihr und holt ihr den Code und die Solar Transponder und übermittelt ihn mir auf meine aktuelle Position. In der GPS-Box von der Rakete, ihr findet der Croquis und die Schlüssel für die Station. Ihr habt nur 3 Stunden Zeit. Ich zähle auf euch. Lasst mich nicht im Stich. Hilfe-moi! Au secours! Au secours! Au secours! Du machst rasch auf. Hey Leute, das wird hart. Noch 2 Stunden und 55 Minuten. Ab auf Velo. Da musst du ein bisschen mehr anziehen, sonst kannst du... Wow! Komm jetzt, die tun es nicht, kann es auch nicht wehtun. Wow. Wir hatten keine Wahl. Am Juri seine Forschungsanstalt ist am Fuss einer riesigen Felswand gelegen. Und wenn wir das in diesen 3 Stunden arbeiten wollten, hat es nur den direkten Weg gegeben. Aber er hat ja schon gewusst, warum er uns gefragt hat. Hey, Fred. Ist schon. Jungs, parat? Jungs! Beinstrecken! Nach 30 Minuten waren wir alle drinnen, inklusive Velos, die wir um die Ecke parkiert haben. Okay. Mit einer unwesentlichen Orientierungsstörung hat uns der Profikartenleser Husky sicher an Ort geführt, wo die Forschungsstation sein sollte. Wir haben irgendetwas wie ein Feldlabor erwartet oder so. Aber mit dem, was wir hier gefunden haben, haben wir nie gerechnet. Hey, Leute! Hey! Hey, komm ein bisschen! Ich glaube, das ist der Eingang. Ist es das? Sieht fast so aus. Also, mach ich schnell. Wir haben dran. Unsere Leiterin Perry ist mit uns alles durchgegangen. Das Ziel, die Station, ist ca. 2 km im Berg und rund 150 Meter unter dem Boden gelegen. Und all das mit ein paar Steinlampen und Fackeln. Achtung! Husky? Ja? Krocki führen! Hör auf, stopp! Stopp dir gar nicht! Doch, du hast es geschafft. Ganz easy bleiben, Chicas. Okay, gut. Achtung, Fackeln! Oh oh.
heimlich da rein. Ah! Spinnst du oder was? Hey, aufhör jetzt. Wir müssen uns konzentrieren. Aufschlüsse und weiterlaufen. Nach etwa 30 Minuten war es soweit. Wir haben die Station gefunden und sofort alles untersucht. Der Professor hat echt jenste komische Sachen da unten gehabt. Komisch, dass der alles da unten hat. Zitronensirup? Schöner Wohnen mit Zitronensirup. Er hat den Job. Boardmanual. Gut. Elephant. Hey, das ist es, wir haben es. Hey, zeig mal. Nach genau 2 Stunden und 50 Minuten haben wir alles gehabt, was wir haben müssen. Den Code und den Solartransponder. Jetzt haben wir nur noch dem Juri den Code übermitteln. Sind wir bereit? Wir haben noch 8 Minuten Zeit, los. Der Code? LFE. Also L wie liebe Stella. F wie findest du mich? Wie wirklich so blöd? Von lauter Dank hat der Professor nochmal einen Steuerrakete umgebaut und auf die Erde geschickt. Das mal mit Bananen und Schoki. Aber während die Schoki-Bananen noch auf ihren Untergang warten mussten, sind wir völlig kaputt und zufrieden ins Lager zurückgefahren. Fünf plus 5 gibt. Tja, der Flash. Der hat faustige Kinder da oben. Und während die da um mich herum den Doktor machen, freue ich mich noch ein bisschen an Piratenkönig nach. Nein, gibt es nicht. Und wisst ihr, was das Beste ist am Ganzen? Noch 5 Mal schlafen. Und es ist wieder Samstag.